Ausgangspunkt für unsere Reise ist Oslo, die Hauptstadt Norwegens. 2 Tage bleiben uns für die Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Es ist eine pulsierende Metropole, dennoch überschaubar. Vieles lässt sich gut zu Fuß machen, soll Oslo doch zu den fußgängerfreundlichsten Städten weltweit gehören. Sind die Entfernungen dennoch zu weit, bieten sich Bus, Bahn oder Fähren an. Im Zentrum finden sich hippe Viertel, zahlreiche Fußgängerzonen und grüne Oasen. Unmittelbar am Hafen gelegen ist eine der größten Attraktionen Oslos, die Oper. Vorwiegend aus weißem italienischen Carrara-Marmor gebaut, scheint sie sich aus dem Wasser zu erheben. Das Gebäude wurde einem treibenden Eisberg nachempfunden, gilt als größtes norwegisches Kulturprojekt der Nachkriegszeit. Von oben herab hat man einen wunderbaren Blick über den Fjord mit den Badenden und die Stadt selber. Das königliche Schloss des Kronprinzenpaares Hakon und Mette Marit. Den besten Blick auf das Anwesen hat man von der Prachtstraße Karl-Johanns-Gate. Es dient dem Königspaar als Residenz und wird für staatliche Empfänge verwendet und ist zugleich Gästehaus des Landes. Mit 173 Räumen gehört es zu den kleineren Residenzen Europas. Wechselhaft ist das Wetter im hohen Norden. Heute regnet es, also bietet sich ein Museumstag an. Im Ortsteil Bygdøynes finden sich mehrere nautische Museen, erreichbar mit Bus oder Fähre. Das Wikingermuseum war wegen Umbaus geschlossen, also gleich zum Fram-Museum, sicherlich ein Highlight der Osloer Museumslandschaft, schon von der Historie her. Die MS Fram, hier im Original im Museum, ist das stärkste jemals aus Holz erbaute Schiff der Welt. Es kam in den arktischen Regionen zum Einsatz und musste im Packeis driften können, ohne unter dem enormen Druck des Eises Schaden zu nehmen. Außerdem war das Schiff wegen der niedrigen Temperaturen in den Polarregionen gut isoliert. Es diente gleich 3 Polarexpeditionen. Veranlasst hatte den Bau 1890 Fridtjof Nansen,
der mit dem Schiff von 1893 bis 1896 in der Arktis auf Polarexpedition war. Otto Sverdrup nutzte es von 1898 bis 1902 für Fahrten bei den Sverdrup-Inseln nördlich von Kanada und Roald Amundsen schipperte von 1910 bis 1912 damit in der Antarktis umher. Direkt neben dem Fra-Museum finden sich das Maritime Museum sowie das Kon-Tiki-Museum mit den Schiffen des Thor Heyerdahl. Sicherlich einer der größten Abenteurer des 20. Jahrhunderts. Mit der Kon-Tiki aus Balsaholz überquerte Thor Heyerdahl 1947 den Pazifik von Lima in Peru bis nach Polynesien. Er war 101 Tage unterwegs und legte etwa 7000 Kilometer zurück. Ziel war der Beweis, dass die Besiedlung Polynesiens von Südamerika aus erfolgen konnte, und zwar vor der Zeit der Inka. Damit bewies Heyerdahl, dass die Seegänglichkeit antiker Wasserfahrzeuge erheblich unterschätzt wurde. Entgegen damaliger wissenschaftlicher Meinung ließ sich ein primitives Floß mit den Mitteln der Präkolumbianer steuern. Wenngleich es damals noch nicht gelang, wesentlich von der Windrichtung abzuweichen, also den Wind zu kreuzen. Ein Nachbau ist die Ra 2, ein Papyrusboot von 1970. Heyerdahl stach damals von Marokko aus in die See und erreichte nach 57 Tagen und 6100 Kilometer Barbados. Gebaut hatten das Boot Aymara-Indianer aus der Region des Titicacasees in den Anden. Hier werden noch Schilfboote hergestellt, die denen im alten Mesopotamien und Ägypten ähneln. Geht zurück in das Zentrum Oslos mit der Fähre. Angekommen machen wir uns auf den Weg zu der mittelalterlichen Festung Akershus. Innen findet sich ein Museum zur norwegischen Widerstandsbewegung und ein Militärmuseum. Die alte Burganlage bietet sich für einen Spaziergang an. Anschließend bietet sich noch ein Bummel die Hafenpromenade entlang an. Hier finden sich zahlreiche schöne Restaurants, in denen sich auch typisch norwegische Küche etwa mit Elch, Rentier oder auch Wal finden. Auf den Wal verzichten wir dankend. Am folgenden Tag fahren wir südlich etwa 130 Kilometer nach Skien. Der Ort ist Ausgangspunkt für den Besuch des Telemark-Kanales und die Stadt des Dramatikers Henrik Ibsen. Skien mit ihren 55.000 Einwohnern ist eine der ältesten Städte Norwegens, wurde um 1000 nach Christus gegründet. Davon sieht man aber nicht mehr viel. Die Innenstadt brannte gleich zweimal vollständig ab. Auch ist es ein Ort, an dem ausländische Touristen eher selten hinkommen. Dafür findet sich einiges an Industrie aus den Bereichen Holz, Papier, Nahrungsmittel und Elektrotechnik. Zentral gelegen und für 4 Tage unser Hotel, das Tonheuers.
In wenigen Gehminuten ist man am Telemarkkanal, in der Innenstadt oder am Breckepark. Die evangelisch-lutherische Schenkirche ist ein neugotischer Kirchenbau aus dem Jahr 1894, derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Im Breckepark lässt sich gemütlich zwischen alten Bauernhäusern und Speichern wandeln. Manche davon stammen aus dem 16. Jahrhundert. Das Parkgelände wurde etwa 1815 nach Vorbildern englischer Gärten angelegt. In einem modernen Museum ist eine Volkskundesammlung untergebracht. Abends gab es im Park dann ein Jazzkonzert, ein idealer Ausklang für diesen Tag. Der Besuch des nahegelegenen Ibsen-Museums in Wenstorp darf nicht fehlen. Der Dramatiker und Schriftsteller Henrik Ibsen wurde im Ortsteil Stockmanngarten 1828 geboren. Nach Wenstorp zog er mit 7 Jahren. 1867 erschien Ibsens Gedicht Peer Gynt. Vorlage war ein norwegisches Feenmärchen von Peter Christen Abjørnsen. 1874 arbeitete er das Werk zu einer Bühnenfassung um. Davor schuf der Komponist Edvard Grieg die Schauspielmusik Peer Gynt. Und aus dieser entstanden die beiden weltbekannten Peer Gynt-Suiten. Zu besichtigen gibt es ein kleines Museum und das Wohnhaus des Dramatikers. Das wird aber gerade komplett renoviert. Schehen ist nicht nur die Stadt Ibsens, sondern Ausgangspunkt für Bootsfahrten auf dem 105 Kilometer langen Telemarkkanal. 2 Schiffe starten von hier im Wechsel, die MS Henrik Ibsen und MS Victoria. Wir machen eine Halbtagestour bis Lunde, durchfahren 5 Schleusen und zurück geht es mit dem Bus. 18 Kammern in 8 Schleusen überwinden auf der gesamten Strecke einen Höhenunterschied von 72 Metern. 500 Arbeiter benötigten 5 Jahre, um diesen Kanal zu erstellen. Das war 1892. Der größere Teil nutzt Seen und Flussläufe, die man zusätzlich regulierte. Während der Bauzeit galt der Kanal als technische Meisterleistung und großer Fortschritt. Die Landschaft ist abwechslungsreich, schmale Wasserstraßen wechseln sich mit großen Seen ab. Wälder, Berge und kleinere Ortschaften säumen das Ufer, aber auch alte Industrieanlagen, Schleusenwärtergebäude, Schmieden, Sägewerke oder Lagerschuppen. Höhepunkt sind sicherlich die alten Schleusenanlagen, die meisten noch in ihrer alten Form erhalten. Hier sind wir an der für uns 2. Schleuse in Ulefoss. 3 Kammern überwinden einen Höhenunterschied von knapp 11 Metern, einen Wasserfall eben in dieser Höhe. Das Schleusen dauert etwa 40 Minuten. Thank you.
Wirtschaftlich hatte der Kanal vor allem Bedeutung durch seine Flößerei, ermöglichte damit die Industrialisierung der Provinz Telemark. Auf einer südlichen Teilstrecke wurde sie noch bis März 2006 betrieben, im nördlichen Teil stellte man sie 1980 ein. Etwa 10 Höhenmeter überwinden wir kurze Zeit später in der Eidsvoss-Schleuse. Diesmal sind es nur 2 Kammern. Alt sind auch die 2 Schiffe, mit denen man den Telemark-Kanal befährt. Die MS Henrik Ibsen stammt aus Schweden und von 1907, die MS Victoria, die Königin des Kanals, wurde sogar schon 1892 gebaut. Nach rund 3 Stunden Fahrt erreichen wir die sicherlich beeindruckendste Schleuse, die Frankfoss-Sluser. In 5 Kammern überwinden die Schiffe hier einen Höhenunterschied von 23 Metern. Das Schleusen dauert fast eine Stunde. Von Schen sind wir jetzt 30 Kilometer entfernt. Der Name leitet sich vom Wasserfall Frankfoss ab. Der stürzte vor dem Bau des Kanals durch eine enge Schlucht über eine Länge von 2 Kilometern etwa 25 Meter in die Tiefe. Flößen war an dieser Stelle nahezu unmöglich. Es konnte passieren, dass Baumstämme jahrelang hängen blieben. Mit dem Bau des Kanals errichtete man eine Staumauer, sodass der Wasserfall heute nicht mehr existiert. Die rund 8 Meter hohen Schleusentore und die Wasseröffnungen zum Fluten werden alle manuell bedient. Jedes Tor wiegt über 11 Tonnen, besteht aus 23 bis 28 cm dicken Holzbalken. Die Frankfoss-Schleusen sind Weltkulturerbe der UNESCO. Um die Mittagszeit erreichen wir dann unseren Endpunkt, die Lundesluse. Man könnte noch bis Dahlen fahren, Ankunft etwa 6 Uhr abends. Hier ließe sich dann übernachten, um mit dem Schiff am folgenden Tag den Kanal zurück bis nach Schen zu fahren.
Wir aber steigen in Lunde wieder aus, fahren mit dem Bus zurück. Dauert nur eine Stunde, ist auch bei weitem nicht so schön wie die Fahrt auf dem Fluss.